back from the dead. Dienstag, der 9. Juli 2019. Willkommen zur neuen Episode des Rocket League eSport Shops. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt in den Shop rein, denn heute sind einige Sachen aktualisiert worden. Also, wir fangen an auf der linken Seite. Player-Banner von Rogue ist am Start. Wie könnte es auch anders sein? Heute ist wieder so ein leichter Banner-Tag, aber es heißt leichter, ist schon übertrieben. Rogue ist drin für 100. Wir haben Mousepods drin für 100 Tokens. Wir haben Dignitas drin für 100 Tokens. Und wir haben Cloud9 drin übrigens. Für alle Leute, die Cloud9-Sachen sammeln, da gibt es ja einige von euch da draußen, lese ich mal wieder in den Kommentaren. Hier die Möglichkeit, wenigstens mal einen Banner zu schnappen, aktuell. Und ja, dann eine Sache, die ich persönlich auch übelst feier, ist heute drin. Und zwar für 300 Tokens Ghost Gaming Decal für den Octane. Ihr seht das hier auf dem Wagen. Nutze ich auch tatsächlich. Deswegen steht hier unten noch Owned. Sieht absolut nice aus, kann man richtig gut benutzen. Ich benutze das immer gerne für die blaue Version, beziehungsweise für dann die dunklere Seite. Für die helle Seite nutze ich dann eher ein rotes K. Aber das sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Kann ich nur jedem empfehlen, sich zu holen, weil das passt auch zu vielen Reifen, muss man sagen. Also selbst wenn man jetzt mal hier wechselt, habe ich zum Beispiel weiße Reifen oder hier schwarze Reifen. Also es sieht auf jeden Fall geil aus, egal was man wählt. Und deswegen geht ganz klar meine Kaufempfehlung dahin. Aber natürlich haben wir noch ein anderes Highlight heute, und zwar die Exotics von Splice sind am Start mit der schönen Schlange drauf. Ihr seht schon, hier sieht das viel, viel geiler aus, als das bei den Bionics zum Beispiel war. Denn ihr seht, hier ist das so, das Logo ist zwar auch, also das Logo ist jetzt nicht wirklich am Reifen dran geklatscht, aber es ist so weit vertieft, dass das so eben ist sozusagen von der Seite her. Deswegen sieht das richtig nice aus. 1000 Tokens, die sind natürlich hier mit dem gelben Logo drauf von Splice, ist ja klar. 1000 Tokens, sehr, sehr shiny und natürlich auch hier diese gelbe gestrichelte Linie, die ihr sehen könnt am Profil entlang. Das passt natürlich dann zu Splice bzw. zu den Teamfarben. Das kann allerdings von vorne so nicht sehen, sieht man dann von hier so. Wenn man hier so reinschaut, sieht man das ein bisschen deutlicher von der Seite, kann man das gut sehen. Und natürlich sind die extrem shiny. Also, wer drauf steht, 1000 Tokens ist auf jeden Fall richtig nice. Könnt ihr gerne mal reinschauen, was euer Highlight ist. Wie gesagt, mein Highlight, trotz der geilen Exotics hier, geht mein Highlight an Ghost raus, an das Decal für den Octane. Ist eine gute Variante, sich auf jeden Fall mal zu holen. Falls man trotzdem noch auf den auf das Cloud9-Decal wartet oder so, kann man trotzdem auf jeden Fall sich das hier gönnen. Finde ich eine coole Alternative. Und ja, wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also, bis dahin. Ciao, ciao.